Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, schau mal, wir haben ja unseren zweiten Stern wieder zurück. Das ist so cool. Wir haben einfach den zweiten Stern wieder zurückbekommen. Wahrscheinlich, weil... Ja, wissen wir eigentlich noch gar nicht, ne? Wissen wir gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ja, das stimmt. Ja, also ich meine, Herr Kaschmir ist ja gegangen und auf einmal hatten wir den zweiten Stern. Ist eigentlich egal, ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwas Neues hier gemacht hat, aber wirklich, mir eigentlich ganz egal. Ich hätte jetzt nur gerne den dritten Stern, darauf warten wir immer noch. Und dann natürlich den vierten, fünften und so weiter und so fort. Irgendwann werden wir so ein Fünf-Sterne-Hotel einfach sein. Das kannst du dir das vorstellen? Aber dafür müssen wir unser Hotel noch richtig doll gut upgraden insgesamt. Das stimmt. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die wir hier ändern müssen. Und vor allen Dingen unsere erste Sache, wir haben immer noch keine Gäste. Das heißt, wir haben alle Schlüssel. Haben wir alle? Wo ist hier der Schlüssel? Habe ich den? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aha. Moment mal. Ja, wir haben ja noch ein kleines Problemchen. Einerseits haben wir hier keine Gäste. Andererseits hat einfach ein Hotel neben uns aufgemacht, nämlich von Herrn Kaschmir. Er hat nicht nur einfach, naja, Gäste uns abgezogen sozusagen, weil ich meine, letztes Mal ist ein Gast hierher gekommen, der sich dann irgendwie vertan hat mit dem Standort und er eigentlich zu Herrn Kaschmirs Hotel wollte. Ja, und wir haben ihm jetzt alles gezeigt. Er hat sich dann doch gegen unser Hotel entschieden. Und da hinten, was sind das hier eigentlich? Das gibt's doch nicht. Moment mal, er macht einfach Werbung bei unserem Hotel für sein Hotel mit Pfeilen, wo es entlang geht. Zu Herr Kaschmirs Hotel. Hier, schau mal, Kascha. Zu Herr Kaschmirs Hotel. Rechts? Moment mal. Okay, gibt's weitere? Da hinten! Stimmt. Da ist noch ein Schild! Oh, what? Naja, auf jeden Fall haben wir uns am Ende... Ja, die anderen gehe ich auch noch abbauen. Kann ja nicht sein, dass er einfach Werbung für alles macht, für sein Hotel. Aber dadurch, dass sein Hotel halt gut läuft, keine Ahnung, was sein Geheimnis ist. Anscheinend sind die Preise ultra günstig. Stimmt, das kann sein. Dass es schön aussieht. Ich meine, er hat komplett einfach unseren Bungalow kopiert. Also wenn ich sage kopiert, er hat 1:1, vielleicht nicht draußen alles, aber er hat auf jeden Fall die Form, die Inneneinrichtung fast, alles kopiert. Und trotzdem mögen die, naja, Gäste sein Hotel irgendwie lieber. Das stimmt, das ist richtig doll mies und fies. Es könnte tatsächlich sein, dass er richtig, richtig doll günstige Preise hat. Und, nee, er macht einfach Werbung hier bei uns für sich. Das ist so fies. Also, wie gesagt, wir hatten noch eine kleine Idee, denn wir wollten vielleicht einfach ihm die Bungalows abkaufen. Da müssen wir natürlich gucken. Ich glaube, Herr Kaschmir ist eigentlich immer an einem guten Deal interessiert. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Geld wir haben. Also, was anderes als Geld können wir ihm gerade nicht anbieten. Wir haben ja noch ein bisschen was auf jeden Fall hier in der Tasche. Wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 27. 27 Stacks Geld. Okay. Wir könnten mal auf jeden Fall, ich nehme mal so 3 Stacks mit, so als Lockmittel. Und wollen wir erstmal ganz kurz gucken, bevor wir überhaupt ihm den Deal anbieten, wollen wir mal schauen ganz kurz, wie sein Hotel gerade läuft, ob da überhaupt noch Leute sind. Vielleicht ist es schon abgerissen worden, ich habe keine Ahnung. Und dann sagen wir mal, dass wir einen nice Deal hätten. Wie viel habe ich gesagt? 27 Stacks? Ja, genau. Okay. Ja, vielleicht lässt er sich drauf ein. Und dann hätten wir die Bungalows. Hätten dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Raum für Gäste. Können das vielleicht ein bisschen günstiger anbieten. Und dann auch ein bisschen mehr Geld auf Dauer, ne? Das stimmt. Das wäre so, so gut, wenn er uns einfach, die Bungalows hier verkauft. So, schauen wir mal ganz kurz. Sicher Gäste. Okay, wir haben hier immer noch Luke. Da hinten chillt immer noch Tanja. Da hinten ist auch schon direkt Herr Kaschmir. Der hat sich einfach umgesetzt. Und hier hätten wir, glaube ich... Ah, ja, wir haben ja auch immer noch den anderen Gast. Okay, das bedeutet auf jeden Fall, er ist immer noch offiziell ausgebucht. Soll ich mal zu ihm hin und wollen wir mal mit ihm reden? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, guck mal, dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Er chillt vor allem einfach in dem, naja, Bungalow von einem Gast, okay? Stimmt, er sitzt hier einfach auf der Terrasse. Hallo, Herr Kaschmir. Hallo. Na, wie geht's? Was wollt ihr denn hier? Wollt ihr einchecken? Nee, wir wollen ganz sicher nicht einchecken. Wir haben einen interessanten Deal für dich. Wer ist interessiert an einem süßen kleinen Deal vielleicht mit uns? Ein Angebot? Okay, ich liebe nice Deals. Was könnt ihr mir für mein kleines Hotel hier anbieten? Also, wir können dir für das Hotel dir 27 Stacks Geld anbieten. Wärst du daran interessiert oder
vielleicht auch nur 15 Stacks oder so, vielleicht. Diese Summe ist ja lächerlich, das verdiene ich am Tag. Da müsst ihr schon mehr besorgen. Bye. Hä? Was soll das denn? Das ist unser gesamtes Geld. Wir das ist halt nicht wirklich alles. Nee, also mehr bieten können wir gerade nicht. Okay. Ja gut, dann wird es mit dem Kaufen von den Bungalows auf jeden Fall nichts. Vor allen Dingen, womit verdient ihr denn noch neben dem Bungalow hier, naja, sein Geld? Weil ich meine, die Bungalows sind ja angeblich sehr günstig. Also anscheinend hat er auf jeden Fall noch ein anderes Geschäft hier in der Nähe. Oder vielleicht irgendwelche weiteren Unternehmen. Ich weiß nicht, was Herr Kashmir so in seiner Freizeit macht. Okay, ja gut, dann hat das auf jeden Fall nicht geklappt. Vielleicht könnten wir gucken, ob wir irgendwie einen Kredit oder so bekommen. Dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Könnten ihm das anbieten. Aber das muss ja so viel mehr sein, wenn er 27 Stacks am Tag verdient an dann Geld. Richtig viel. Wir müssen Millionen. Das stimmt. Das ist viel zu viel. Nee. Okay, da müssen wir uns auf jeden Fall was anderes einfallen lassen. Ich meine, wir haben es ja auch schon einmal geschafft, ihn rauszuekeln. Vielleicht können wir irgendwie auch seine Gäste ein bisschen dazu bringen, naja, zu gehen. Stimmt. Und Epic, Moment mal, wir waren doch wirklich nur 5 Sekunden weg oder so. Warum sind hier überall Absperrungen? Ich weiß es nicht. Was ist denn da los? Ich könnte schwören, die waren hier eben gerade definitiv noch nicht. Vielleicht, Katja? Da ist jemand. Ist das ein neuer Gast? Hey, Moment mal. Hier sind voll viele Möbel weg. Moment. Hallo, hey, na, alles klar. Moment mal, haben Sie hier irgendwie Möbel weggeräumt oder so? Müssen Sie die warten oder irgendwas? Ja, genau. Okay, und warum sind die jetzt weg, bitte? Die hole ich mit. Okay, und aus welchem Grund? Kann ja nicht sein, dass ihr einfach unsere ganzen Möbel hier wegnimmt. Da ihr eure Schulden nicht bezahlen könnt? Stimmt, Epic, Moment mal, wir haben noch Schulden. Oh, stimmt, was haben wir denn alles für Schulden? Moment mal, ich weiß gerade gar nicht genau die Summe. Ich habe auch leider nicht mehr komplett den Brief. Wir hatten ja mal einen kleinen Vorfall. Hey, nicht alles mitnehmen mit einem Notarzt, weil sich ja ein Gast wehgetan hat und der war sehr, sehr teuer. Kann es sein, haben wir noch irgendwelche Schulden? Erstens Arztrechnung, zweitens die Geisterjägerfirma-Rechnung. Das macht gesamt 2 Millionen Schulden. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass der Notarzt super, super teuer war. Aber ich habe leider die Rechnung irgendwie ein bisschen, ne, vielleicht ein bisschen verloren, muss ich sagen. Okay, das heißt, du musst jetzt hier anscheinend Möbel. Oh nein, Epic, ich glaube, das ist so ein Schuldeneintreiber. Der nimmt jetzt Möbel mit. Tatsächlich. Oh Gott, Moment mal, abzüglich der Möbel habt ihr jetzt 1,9 Millionen Schulden? Okay, das waren dann 100.000 sozusagen. Okay. Also ich muss sagen, ich glaube, wir haben 27 Stacks, a 64 mein Dollar. Das sind circa 1.700 irgendwas. Das heißt, wir haben eigentlich nur in dieser Kiste 1.700. Hey, ich habe eins aufgesammelt. Die das bleibt bei mir. Oh nein, das ist ganz und gar nicht gut. Moment mal, hat er sonst noch irgendwas hier mitgenommen schon? Oben ist auch schon alles eingezäunt. Oh nein. Hä? Ist oben auch irgendwas weg? Ich weiß es gar nicht. Oh, hier fehlen auf jeden Fall ein paar Sessel. Was ist das denn? Kurze Frage. Könnten wir eventuell, naja, die Summe bzw. die Schulden auch irgendwie anders vielleicht? Oh, hier. Können wir das irgendwie anders abbezahlen? Können wir irgendwie was machen, arbeiten? Oder ist es wirklich nur mit Geld lösbar? Klar, es gibt einen anderen Weg. Oh, ja, dann würden wir gerne den gehen. Weil ich glaube, 1,9 Millionen, naja, Geld ist schon schwierig. Ihr könnt das Hotel an mich verkaufen. Was? Hä? Moment mal. Nee, das machen wir ganz sicher nicht. Moment mal. Nein, wir haben das Hotel eigens, komplett eigens aufgebaut. Wir können es ganz sicher nicht verkaufen. Wie viel wäre das denn wert? Ich gebe euch dafür 5 Millionen, dann habt ihr 3 Millionen übrig. Was? Unser Hotel ist 5 Millionen wert? Okay, Epic, das ist ja schon echt heftig. Aber ich glaube, ich könnte es wirklich nicht übers Herz bringen, das Hotel hier zu verkaufen. Weil ich meine, das haben wir jetzt so lange schon. Wir hatten so nice Gäste, so eine schöne Zeit hier. Also den Deal werden wir auf jeden Fall nicht wahrnehmen. Auch wenn es ein gutes Angebot wäre. Und wir würden, schade, ja mit 3 Millionen, das hätten wir einfach übrig, Epic. Damit könnten wir komplett... Hey, nee. Er macht hier einfach... Nein, nicht kaputt machen. Er nimmt die Wände hier schon mit. Was sind denn das hier für... Was sind das denn bitte für Sachen? Das nützt doch gar nichts. Ja, hier nimmt den Computer wenigstens mit.
Also, wenn du das jetzt alles mitnimmst, sind wir dann wieder ein paar Schulden weniger bei euch? Also, nur noch 1,5 Millionen oder so? Nein! Das ist kein Deal? Okay. Epic, ich glaube, der ist richtig, richtig böse und muss hier wirklich so viel mitnehmen, weil wir so viele Schulden haben. 1,9 Millionen Schulden habt ihr. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir das aufbringen sollen. Okay, gibt es denn irgendwie so ein Zeitlimit oder irgendwas? Ja, ihr müsst in einem Monat diese Summe zahlen. Ansonsten wird das Hotel abgerissen. Das Hotel wird dann abgerissen. Komplett weg? Was soll das denn, Katja? Ich glaube, er bekommt dann einfach das Hotel, wenn wir es nicht zahlen. Und dann will er es abreißen? Was soll das denn? Vielleicht will er ein komplett neues Hotel dann irgendwie hier hinbauen. Oder vielleicht was ganz anderes. Eine Mall. Das ist doch, wird doch immer gemacht. Immer eine Mall. Okay, Moment mal. Dann wissen wir Bescheid. In einem Monat wird das Hotel abgerissen, wenn wir nicht 1,9 Millionen Geld ihm überweisen. Das ist so, so viel Geld. Ich habe keine Ahnung, wie wir da rankommen. Und ein Kredit ist ein bisschen schwierig, wenn wir so viele Schulden haben. Er nimmt alles mit. Wer soll denn hierher kommen, wenn es so aussieht? Können wir nicht irgendwie einen Aufschub bekommen oder sowas? So ein halbes Jahr oder sowas? Ist es möglich? Oder 2 Monate? Ihr bekommt einen Aufschub. Wirklich? Okay, und wie lange? Von einem Tag mehr? Wir was haben einen Monat denn? Und einen Tag. Was macht er jetzt? Oh, er nimmt nein. sich er das nimmt Geld raus. Geld doch mit. Oh. Wir können nichts mehr jemandem zahlen. Dreist der. Ey! Ich glaube, er hat keinen Platz mehr im Inventar. Er lässt uns die Uhr da. Wow! Das insgesamt. Okay, einen Monat. Gehen Sie jetzt? Ciao, Kakao! Ich glaub's nicht. Tschüss. Hey! Kann ich das haben? Er geht, Epic. Oh nein, wir haben ein ganz großes Problem. Und hier fehlt uns jetzt einfach eine Wand. Moment mal. Wir können mal ganz kurz nochmal hier gucken. Hi, Hans. Ja, wir haben hier... Ah, nee, ich habe noch ein bisschen Quarz. Ja, das nehmen wir einfach. Aber Epic, weißt du was? Der hat uns zwar das ganze Geld weggemobbt, aber ich hatte ja noch 3 Stacks. In der Tasche, die ich ja Herr Kasch mir zeigen wollte. Das heißt, wir sind auf jeden Fall nicht ganz pleite. Wir haben 3 Stacks. Das Hotel wird in einem Monat und in einem Tag abgerissen, wenn wir das Geld nicht bezahlen. 1,9 Millionen, das ist so viel. Das stimmt. Vor keine allem, Ahnung. Wir haben keinen einzigen Gast gerade. Ich weiß nicht, wie wir das auf jeden Fall lösen sollen. Und die Möbel sind jetzt auch weg zum Teil. Das sieht richtig, richtig schlimm hier aus. Also irgendwas brauchen wir auf jeden Fall, irgendeine Idee, Leute, wenn ihr vielleicht wisst, was sollen wir machen, wie kommen wir an Geld? Müssen wir irgendwie wieder einen Marketingfilm drehen? Müssen wir können auch das Casino wieder aufmachen und ein riesen Casino-Fest irgendwie veranstalten und vielleicht gucken, dass wir da irgendwie ein bisschen an Geld, naja, bekommen. Und wir müssen auf jeden Fall schauen, weil wir haben ja auch voll viele Mitarbeiter, die wir irgendwie hier, naja, unterhalten müssen mit Geld und allem und... Ja, die hätten ja auch dann keine Arbeitsplätze mehr. Das stimmt. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.